Es war nur eine sehr kurzlebige CPU-Herrschaft von AMD. Intels Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen und so gibt es nun zwischen AMD und Intel wieder ein eisernes Duell. Der heute im Test stehende Intel Core i9 13900K auf Raptor Lake Basis mit insgesamt 24 Kernen und 32 Threads nimmt es mit dem AMD Flaggschiffmodell Ryzen 9 7950X auf. Während der 13900K in vielen Bereichen mega gut abschneidet, ist er auch von einer teilweise ganz schön katastrophalen Schattenseite gezeichnet. Es muss aber gesagt werden, dass sowohl AMD als auch Intel Gewinne und Verluste in den verschiedenen Testbereichen verzeichnen. Und so gibt es tatsächlich keine klare Antwort, welche CPU letztlich besser ist, denn es sind gleich mehrere Faktoren dabei zu beachten. Mit diesen mache ich euch heute vertraut. Angefangen beim Preis. Die UVP des 13900K beläuft sich auf 589 US-Dollar, kostet aber hierzulande im Handel, Stand Ende November 2022, zwischen 710 und 750 Euro. Das vergleichbare Konkurrenzmodell Ryzen 9 7950X geht zum Zeitpunkt der Videoproduktion für 640 bis 760 Euro weg. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Preise in letzter Zeit etwas variieren. Ich will darauf hinweisen, dass ich sämtliche CPUs aus eigener Tasche finanziert habe, möchte dennoch dem Georgios des Onlineshops Equipa meinen Dank aussprechen fürs Besorgen der Ware. Hashtag not sponsored. Architektur. Wie mit Alder Lake schon, setzen Intel auf ihr 10-Nanometer-Fertigungsverfahren, nun umbenannt in Intel 7. Wie beim Vorgänger schon, handelt es sich bei Raptor Lake um eine Hybrid-Architektur. Die CPU besteht also sowohl aus Performance- als auch Efficiency-Kernen, kurz P- und E-Kernen. Bekanntlich verfügen nur P-Kerne über Hyper-Threading. Im Falle des 13900K erhalten wir zwar insgesamt 24 Kerne, doch nur 8 davon sind P-Kerne, die nebenbei auch wesentlich höher takten als E-Kerne. Raptor Lake-Prozessoren sind glücklicherweise abwärtskompatibel mit Mainboards der 600er-Serie, wie zum Beispiel Z690. Ein 700er-Chipsatz wie Z97 ist daher nicht zwingend notwendig. Allerdings sollte beachtet werden, dass ein BIOS-Update auf 600er-Boards vorher für CPUs der 13. Generation durchzuführen ist. Anders als auf AMDs neuer AM5-Plattform wird bei Intel DDR4-Unterstützung beibehalten, ermöglicht also Sparfüchsen, etwas günstiger in die LGA 1700-Plattform einzusteigen, opfert durch den Verzicht auf DDR5-RAM jedoch ein paar Prozente CPU-Leistung. Test-Setup. Den 13900K platziere ich in den Sockel des sehr hochwertigen ASRock Z97 Tai Chi Mainboards. Mit dem Board habe ich im selben Testdurchgang auch einige Anpassungen und Optimierungen für die neue Intel CPU-Generation getroffen. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Als Arbeitsspeicher wird erneut zum performanten Kingston Fury Beast RGB mit 32 GB DDR5 RAM mit einem Takt von 6000 MHz und CL36 Timings gegriffen. Da sowohl die neuen AMD als auch Intel CPUs richtig heiß werden, kommt als Kühler die Be Quiet Pure Loop 2 FX 360mm AIO Wasserkühlung zum Einsatz. Um die gröbsten GPU-Bottlenecks zu vermindern, setze ich auf meine Asus RTX 3090 TUF Gaming OC Grafikkarte. Optimierung und Taktraten. Zunächst einmal will ich die Frage in den Raum werfen, was genau sind denn Stock- bzw. werkseitige Einstellungen? Etwa die, womit die CPU direkt nach dem Einbau betrieben wird, also was die jeweiligen Mainboards automatisch erzwingen, oder etwa die offiziellen Intel-Spezifikationen? Hier gibt es je nach Mainboard und Hersteller einige Abweichungen. Im Falle meines ASRock Z97 Tai Chi darf sich die CPU auf Autoeinstellungen nämlich um einiges mehr Strom genehmigen, kann daher eventuell mehr Leistung bringen, läuft dann aber mit erheblich höheren Temperaturen, verbraucht nebenbei auch noch mehr Strom. Daher habe ich es mir zur Fleißaufgabe gemacht, die ganzen Tests für den i9 13900K in zwei Konfigurationen durchlaufen zu lassen. Einmal auf den werkseitigen Einstellungen, die vom Mainboard diktiert werden, und einmal mit erzwungenen Power Limits, die laut offizieller Intel-Spezifikation vorgesehen sind.
was so viel heißt, dass sich das Powerlimit des 13900K auf genau 253 Watt limitiere. Kommt es dadurch nun eventuell zu einem anderen Taktverhalten? Auf Autoeinstellungen sind anfangs auf Volllast für die P-Kerne schnell 5,2 bis 5,3 GHz zu verzeichnen. Der Takt der 16 E-Kerne liegt hingegen bei 4,1 GHz. Tatsächlich fallen die Taktraten durch das 253 Watt Power Limit erheblich niedriger aus. So sind für die P-Kerne im Schnitt 4,7 GHz und für die E-Kerne 3,9 bis 4 GHz auszulesen. Der maximal erreichbare Boost-Takt bleibt dann allerdings identisch zwischen beiden Konfigurationen. Das wären 5,8 GHz für P-Kerne und 4,3 GHz für E-Kerne. Das entspricht auch Intels offiziellen technischen Angaben. Glücklicherweise wird klar, dass auch das Taktverhalten in Spielen zwischen den zwei Konfigurationen praktisch identisch ist. Es ist also anzunehmen, dass es hauptsächlich wohl in Multicore-Anwendungen die meisten Unterschiede geben wird. Wie sich der 13900K also im Vergleich zu anderen CPUs und vor allem dem direkten Konkurrenten 7950X von AMD so schlägt, finden wir nun heraus. Leistung, Produktivität. Angefangen im Cinebench R23 Test sehen wir, dass der 13900K auf Autoeinstellungen sich auf Platz 1 begibt, dicht gefolgt vom AMD 7950X. Mit dem 253 Watt Limit hängt der i9 um ca. 1000 Punkte dem AMD Flaggschiff-Modell hinterher. Jedoch verzeichnet Intel hier ganz klar die höhere Single-Core-Leistung. Weiter im 7-Zip-Benchmark positioniert sich AMD traditionell ganz weit oben. Zwar leistet der 13900K ebenso beachtliche Leistung, ist aber in diesem Test ungefähr 8% langsamer als ein 7950X. Im V-Ray 5 Benchmark bleibt AMD weiterhin an der Spitze, ist um fast 10% schneller als Intel. Es sind sogar über 17%, wenn die Werte mit dem Power Limit hergenommen werden. Im nächsten Rendering-Test, Corona Benchmark, liefern sich Intel und AMD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier sprechen wir von einem Unentschieden. Im ziemlich belastenden Rendering-Test Blender krallt sich der 7950X erneut die Krone, führt um fast 7% oder mehr. Hier wird klar, dass AMD mit ihren 16 Hochleistungskernen etwas mehr Wumms bietet im Gegensatz zu Intels Hybrid-Kern-Layout. Das Blatt wendet sich für Intel zum Positiven im Handbrake-Rendering-Test. Allerdings wird der 13900K eben gefährlich dicht vom 7950X verfolgt. Im Video-Rendering-Test Vegas Pro 20 übernimmt erneut AMD die Führung. Einen großen Unterschied zu Intel gibt es hier jedoch nicht. Obwohl etwas Renderzeit verloren geht, wenn man den 13900K auf die vorgesehenen 253 Watt einschränkt. Gaming. Im 3DMark TimeSpy-Test gelingen Intel wie so oft große Vorsprünge. Allerdings teste ich sehr ungern mit diesem Tool, da Intel-CPUs meist stark bevorzugt behandelt werden. Selbst ein 12900K der Vorgeneration schneidet hier um Haaresbreite besser ab als ein neuerer 13900K. Von daher nehme ich diesen Test kaum ernst. In Assassin's Creed Valhalla zeigt sich erstmals Intels überlegene Single-Core-Performance. Allerdings hält der 13900K nur die Führung aufgrund des hohen Takts. Ansonsten liefert die 253 Watt Konfiguration praktisch das gleiche wie ein 7950X. Einen eindeutigen Sieg kann Intel für sich im Spiel Borderlands 3 entscheiden. Der 13900K schneidet hier fast 7% besser ab als ein 7950X, was schon eine sehr große Differenz ist. Ähnlich geht's in Cyberpunk 2077 weiter. Der 7950X hängt dem Intel-Gegenstück hinterher. Der i9 ist über 6% schneller. Ganz traditionell werden in Far Cry, nun auch im sechsten Teil, Intel-CPUs nach wie vor bevorzugt. AMD liefert zwar eine gute Bildrate, wird aber von Intel im schlimmsten Fall um fast 15% übertrumpft. Eine kleine Racheaktion ist dann allerdings im Rennspiel Forza Horizon 5 zu vermelden. Hier führen die zwei AMD-Modelle 7900X und 7950X. Allerdings ist der 13900K AMD sehr dicht an den Fersen. Im mittlerweile fast antiken GTA 5 liefern halbwegs moderne CPUs mehr oder weniger dieselbe Leistung. Mit dem 13900K erhält man jedoch noch ein Stück höhere Minimumwerte.
Eine neu gewonnene Stärke zeigt AMD im Spiel Horizon Zero Dawn. Hier führt AMD um fast 5%, obwohl beide CPU-Giganten erschreckend gut performen. Im Titel Metro Exodus entscheidet jedoch erneut Intel das Rennen für sich, und zwar mit einem Vorsprung von immerhin fast 6%. Die Führung kann der 13900K auch weiterhin im Spiel Red Dead Redemption 2 halten. Hier leistet ein 7950X sogar etwas weniger als ein 12900K. Umso größer wird daher der Abstand zum neuen 13900K, der noch ordentlich Leistung gegenüber des 12900K drauflegen konnte. Intel ist hier also im Flaggschiff-Bereich 15-16% schneller als AMD. Im schon betagteren, aber noch sehr aussagekräftigen Titel Rise of the Tomb Raider sind AMD und Intel praktisch gleichauf. Allerdings liefert Intel da leicht bessere Minimumwerte. Fast identische Werte sind im Nachfolgertitel Shadow of the Tomb Raider zu messen. Intel ist mit ihrem 13900K um weniger FPS leicht schneller als AMD mit ihrem 7950X. Man könnte hier aber realistisch von einem Gleichstand sprechen. Gaming-FPS-Durchschnitt. Werden alle 11 getesteten Spieletitel zusammengefasst und davon der Mittelwert berechnet, landet der 13900K zweifelsohne auf Platz 1, führt die Liste an mit einem Vorsprung von in etwa 4% im Vergleich zu AMDs 7950X. Allerdings sollte berücksichtigt werden, dass beide CPUs so vergleichbare Leistung an den Tag legen, dass es im Endeffekt, insbesondere auf höheren Auflösungen wie 4K UHD, kaum nennenswerte Unterschiede in der Bildrate geben dürfte. Aber immerhin, rein theoretisch zumindest, belegt Intel Platz 1 im Bereich Gaming. Im Einsatzgebiet Rendering und Produktivität würde ich jedoch AMD als allumfassenden Sieger bezeichnen. Wichtige Faktoren dürften jedoch noch sein Stromverbrauch und Temperaturen. Egal ob mit den vom Mainboard diktierten Autoeinstellungen oder offiziellen Intel-Spezifikationen, was das Power Limit betrifft, verbraucht ein 13900K bestenfalls 11% mehr Strom als ein Ryzen 9 7950X. Im schlimmsten Fall sind es sogar über 29%. Das bezeichne ich tatsächlich schon als sehr grenzwertig und für meine Verhältnisse katastrophal. Für eine etwa vergleichbare Rohleistung zieht die i9-CPU in meinem Test 40 bzw. 110 Watt mehr Saft aus der Steckdose als ein ohnehin bereits stromhungriger 7950X. Ein großer schmerzhafter Wermutstropfen im Falle des AMD-Modells bleibt jedoch der sehr unattraktiv hohe Verbrauch im Leerlauf. Was also das kleinere Übel zwischen 13900K und 7950X ist, muss jeder am Ende also für sich selbst entscheiden. Wird jedoch der Verbrauch des Gesamtsystems beim Gaming gemessen, so trennen die Flaggschiffe je nach Szene lediglich 25 bis 30 Watt. Zwar kommen mit AMD etwas weniger FPS auf den Bildschirm, ist man mit Ryzen dennoch etwas sparsamer unterwegs. Etwas chaotisch wird's, wenn wir die Temperaturen vergleichen. Der 13900K auf Autoeinstellungen katapultiert sich binnen weniger Sekunden schon auf seine Maximaltemperatur 100 Grad Celsius. Mit der Zeit fällt dadurch natürlich auch die Taktfrequenz. Sobald wir jedoch auf die von Intel angegebenen 253 Watt limitieren, sinkt die CPU-Temperatur erheblich und so konnte ich schöne 88 Grad auslesen, ohne allzu großen Leistungsverlusten, wie festzustellen war. AMDs 7950X läuft hingegen auf werkseitigen Einstellungen mit maximal 95 Grad, kann den Takt aber dauerhaft bei solchen Temperaturen halten. Was mich aber bei beiden Herstellern Intel und AMD aufregt, ist, dass beide krampfhaft Platz 1 in den Diagrammen belegen wollen. Wie hoch die Powerlimits und Spannung dafür hochgejagt werden müssen, spielt scheinbar nur eine kleine Rolle für die CPU-Titanen. Dabei können bereits mit wenigen Handgriffen im BIOS sowohl der Stromverbrauch als auch die Temperaturen wesentlich optimiert werden. Insbesondere bei AMD kann mittels PBO2 mit einem Negativ-Offset, einem Power- sowie Temperaturlimit einiges an Effizienz rausgeholt werden. Der Stromverbrauch des 7950X auf Volllast lässt sich also problemlos um 17% senken. Das danken einem auch die Temperaturen. Statt 95 Grad nun nur noch 78. Dabei geht praktisch kaum oder nur minimal Leistung verloren. Bei Intel zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, wenn es da auch zu einem größeren Verlust kommt. Trotzdem lohnt sich das Power Limit für den 13900K meiner Meinung nach allemal.
Der nächste logische Schritt wäre natürlich Undervolting, auch im Falle des i9-Prozessors. Leider konnte ich meine bestimmte CPU nicht weiter optimieren. Ich hätte es zwar mit niedrigeren CPU-Spannungen versucht, doch Stabilität ist dadurch schnell aus dem Fenster geflogen. Stabilität konnte ich erst ab einem bestimmten Punkt wieder erreichen, und zwar als ich wieder bei der Ausgangsspannung gelandet bin. Ich würde sagen, da habe ich wohl Pech gehabt. Mit den kleineren i7-13700K und i5-13600K CPUs konnte ich hingegen sehr schöne Optimierungen mittels Undervolting durchführen. Fazit: Was spricht also für den 7950X und was für den 13900K? Die Intel CPU sitzt auf einer allgemein etwas preisgünstigeren Plattform, die jedoch schon ihr Endstadium erreicht hat. Weitere Unterstützung für künftige CPUs soll es demnach nicht mehr geben. AMDs AM5-Plattform hingegen soll angeblich mit aktuellen Mainboards bis 2025 unterstützt werden. Auf lange Sicht könnte AMD durchaus die bessere Investition darstellen, doch man sollte auch die Gegenwart nicht ausblenden. Ein Nachteil seitens Intel wäre noch die geringere Anzahl an verfügbaren PCI-Express-Lanes. Für Gamer jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich von großer Bedeutung. Etwas mehr Rohleistung bietet jedenfalls ein 7950X. Dafür schneidet der 13900K durchschnittlich in Spielen besser ab. AMD ist wiederum stromsparender, doch Intel wiederum effizienter im Leerlauf. Die Temperaturen sind mit beiden CPUs hoch, lassen sich aber mit den genannten Optimierungen im Zaum halten. Letztendlich ist es eine Frage der persönlichen Präferenz und des Preises. Sowohl ein Ryzen 9 7950X als auch ein Core i9 13900K haben ihre Vor- und Nachteile, liefern sich im Großen und Ganzen ein spannendes Duell. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.